Und damit, Kerl, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Booster Streckenpass Welle 3 Mario Kart 8 Deluxe. Heute stellen wir uns den Mondcup, den Pflastern von Berlin, Peach Schlossgarten, die Bergbescherung und dem 3DS Regenboulevard. Ganz genau, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Die Pflaster von Berlin. Guys, die in Anführungszeichen Deutschlandstrecke ist nun auch in Mario Kart 8 vertreten. Ich würde sagen, let's go. Ich habe mega, mega Bock. Der Hype ist real. Auch wenn mein Mikrofon noch nicht so ganz da liegt, wie ich das gern hätte. Aber ja. Die Musik kann man schon machen. Da ist die Säule. Ihr wisst, was ich meine. Die Säule. Heißt es Siegessäule? Ey, ich habe keine Ahnung, Mann. Berlin, keine Ahnung. Ich stehe jetzt da, als wäre ich komplett stupid. Ich glaube, das ist die Siegessäule. Oh, hier können wir auch fahren. Okay. Wie kann man denn jeden vertreffen? Aua. Ah, not so nice. Im Übrigen, in der letzten Folge hat es ein bisschen geruckelt. Ich hoffe, das ist in der Folge besser. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Ah, bitte nicht. Ich weiß, es anscheinend war irgendwie mein Prozessor überlastet, aber der macht ja gar nichts. Das Spiel läuft ja auf der Switch. Deswegen ist ein bisschen komisch gewesen. Vielleicht ist diese Folge besser. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Eher eine ruhigere Strecke. Also da vorne waren jetzt so ein paar Taxis. Hier ist das Brandenburger Tor. Und Steinblöcke, die den Weg dadurch verhindern wollen. Ah ja. Wir sind auch schon in der dritten Runde. Echt jetzt? Ich wusste, dass man über die drüber springen kann. Aber dass das so schlecht aussieht. Ah, weiß ich nicht, ob ich das so nice finde. Was gibt's hier? Abgesehen davon, jetzt werden meine Leistungen wieder schlechter. Wir sind in der letzten Runde. Oh, geht's in die U-Bahn-Station runter? Nee. Der Garten. Symbolisiert dieser Garten irgendwas? Auf jeden Fall will ich hier durch. Bitte, 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 bitte. Zweiter Platz. Nicht so gut. Aber mal gucken, was sich da im nächsten Rennen machen lässt. Der Schlossgarten von Peach. Ganz genau. Ich hoffe, ich habe gerade nicht übersteuert. Das tut mir leid. Mit Peachs Statue einfach nur ohne Gesicht. Top Job. Wir starten direkt rein. Wer die Strecke nicht kennt, ist vom DS. Ist eine ganz kleine, coole Strecke. Nichts allzu spektakuläres, glaube ich. Oh, was? Man kann hier nicht mehr abkürzen, weil hier jetzt Steine. Weil hier jetzt Wiese ist? Oh, das finde ich schlecht. Oh, das hier wurde aber komplett überarbeitet. Hier waren früher grüne Blöcke, nenne ich es mal. Quadratisch, rechteckig, quaderförmig, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das haben sie hier viel besser. Und die Piranha-Pflanze, okay. Die gab es damals noch nicht, bin ich mir sicher. Die Maulwürfe allerdings schon. Wobei die uns mit ihren Hügeln sogar helfen, ein bisschen den Speedboost rauszuholen. So wie Rosalina hier. Ich sag's, wie es ist. Gehört halt wirklich eher zu den kürzeren Strecken. Also ich glaube, das merkt man auch hier beim Durchfahren. Oh, aber die Strecke verändert sich. Oh mein Gott, Innovation. Das gibt's im normalen Teil nicht. Ist die letzte Runde einfach noch kürzer, sehe ich das richtig? Nein, die Strecke verändert sich komplett. Fahren wir die jetzt rückwärts? Ey, wie kann man denn so krass sein und die Strecke so umbauen in der letzten Runde, dass man halt einfach rückwärts fährt. Wie cool ist das denn? Aus der kleinen Strecke ist doch noch was Krasses geworden. Und hier fliegt man auch. Nintendo hat es geschafft. Nintendo holt hier wieder Creme de la Creme raus. Ah,
Komm, 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 Sprung. Ja, nein, bringt nichts. Okay. Ich glaube, diesmal gibt es nur den Silberpokal. Wollte ich sagen. Vielleicht auch nur Bronze. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie gut wir uns noch anstellen in den nächsten Rennen. Ich hoffe, da wird es endlich besser. Die Bergbescherung. Ein Weihnachtslevel, was, wenn ich es richtig erkenne, komplett neu ist. Auf jeden Fall für mich, weil ich kenne die Strecke halt nicht. Deswegen freut es mich. Da wir jetzt ja auch Weihnachtszeit haben, wird es wieder ein bisschen entspannter. Und ist das nicht schön? Ach ja. Die Strecke sieht aber wieder kürzer aus. Aber echt schön. Top. Dieser Zug vom Weihnachtsmann, der eigentlich der Schlitten sein soll, fährt über Schienen, also über Geisterschienen, I guess. Und über echte Schienen. Weil hier am Rand sieht man ab und zu immer mal wieder echte Schienen. Und das ist doch ganz schön. Oh, Antigravitation. Antigravitation. Oh, da war die Kamera unter der Stage. Das nenne ich jetzt mal nicht so gut gelaufen. Aber das kann ja mal passieren. Oh, hier fliegt man gar nicht. Ich dachte, man würde hier fliegen. Das hätte sich mega angeboten. Das Dorf sieht schön aus, sehr detailliert. Toads im Hintergrund, die uns zuwinken. Sterne und Kränze hängen überall. Jetzt fahren wir mal nach hier oben. Weil wir hier tatsächlich noch nicht waren. Das bringt uns auch wieder einfach nur nach hier unten. Ja, ganz genau. Okay. Ah! Oh, oh, das ist nicht gut. Ja, und damit verlieren wir gleich mal 20 Plätze. Super. Ah, hier geht die Kamera häufiger unter die Stage. Da müsste man noch was nachoptimieren. Aber ist nicht so schlimm, schließlich Day One. Da kommen safe noch Patches raus für. Jetzt können wir fliegen. Ich wusste doch, dass sich das anbietet. Sag mal, was ist denn hier los jetzt auf einmal? Grünen Shells von allen Ecken. LOL, der hat getroffen? Als ob, wie krass. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe eine Green Shell random geworfen, so ungefähr in Richtung Daisy, und habe sie hinter der Sprungschanze noch getroffen. Krass. Okay, kommen wir zum letzten Rennen. Ist es das letzte? Ich weiß es nicht. Dem wunderbaren Regenbogen Boulevard vom 3DS-Teil. Meine Favorite-Strecke, weil ihr über die Ringe von Saturn fahren könnt. So, machen wir weiter. Ich weiß nicht mal, ob es die Ringe von Saturn sind. Auf jeden Fall über die Ringe von dem Planeten. Und das hat mich als Kind so dermaßen fasziniert. Das war meine Favorite-Strecke damals. Let's go! Boah, und die Musik! Da will man mit Raven. Wuhu! Yeeha! Wahoo! Waha! Oh yeah! Bumm! Und so ein außerirdischer Pilz, ein weißer Pilz mit bunten Punkten. Erste Runde haben wir schon hinter uns. Da die Strecke aber linear ist, heißt das, wir erleben jetzt was Neues. Und zwar ganz lecker Schmecker auf den Ringen vom Saturn. Ist das nicht ein krasses Gefühl? Yeah! Die Strecke im Online-Modus 200er TCM wird angenehm. Deswegen verpasst auf jeden Fall in nächster Zeit Mario Kart Streams nicht. Da empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren. Da werdet ihr immer benachrichtigt. Und jetzt hören wir auf damit. Ich habe jetzt schon 10-mal gesagt, dass ihr den Kanal abonnieren solltet. Ist gut jetzt. Boah. Lol, stimmt, man kann ja hier runter. Da war ja was. Yeeha. Was macht das hier? Gibt es jetzt Coins?
So wie in der Blue Falcon Strecke. Was ist dies? Ich kann mich daran nicht erinnern. Sorry, aber kann ich wirklich nicht. Ich will fliegen. Wunderbar. Also so krass kann ich mich an die Strecke leider nicht erinnern. Deswegen das für mich gerade so geisteskrank. Auch die der Regenbogen an sich, der sieht so cybermäßig aus. Das ist so krass. Nein! Natürlich gewinnt Rosalina die Regenbogenstrecke im Weltall. Musste sein, das ist natürlich alles so gescriptet. Ich bin guter Mario-Spieler. Mario Kart-Spieler ist... Wir verstehen uns? Perfekt. Trotzdem Erster? Gibt's trotzdem den Goldpokal für mich, für uns, Guys? Für uns, Guys. Ich finde die Ladezeiten nicht gut. Ich glaube, ich schneide die alle mal raus bei euch vorher. Also, habe ich rausgeschnitten. Bestimmt. Also, ja. Der Mondcup-Pokal sieht so wie immer aus, nur mit einem Mond vorne drauf. Ganz nice. Und ein neues Fahrzeugteil ist verfügbar. Guys, wenn euch die Welle 3 genauso gefallen hat wie mir, dann lasst jetzt einen Like da, damit Nintendo auch sieht, wenn sie meine Videos gucken, wie krass das war. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute!